Hallo, ich bin Sue von Mailberry und ich zeige dir heute in diesem Video, wie du Aquarellbäumchen malen kannst. Dafür habe ich dir drei verschiedene kreative Aquarelltechniken rausgesucht. Dafür brauchst du folgende Materialien: Aquarellfarben natürlich, Wasser für deine Farbe, Aquarellpapier, einen alten Borstenpinsel, einen normalen Aquarellpinsel in mittlerer Größe mit einer feinen Spitze, einen Einweg-Plastikhandschuh und ein Stück Klarsichtfolie. Das Schwierige daran, Aquarellbäumchen zu malen, ist oft, dass man nicht loslassen kann. Und mit den drei Techniken, die ich dir jetzt zeige, werden deine Bäumchen automatisch so unregelmäßig und natürlich. Für unsere erste Technik brauchen wir jetzt erstmal Aquarellfarbe, die wir uns etwas vorbereiten. Wir brauchen zum einen einen hellen Grünton, der relativ wässrig angemischt ist. Das bedeutet, ich nehme jetzt mir hier so ein richtig schön goldiges Grün. Packe mir das hier in meine Fläche und gebe mit meinem Pinsel sehr viel Wasser mit rein, damit das Ganze eine richtig schöne helle Farbmischung wird. Im nächsten Schritt brauchen wir eine dunkle Farbmischung. Das bedeutet, ich benutze zum einen einen dunkleren Grünton. Ich mische mir hier aus meinem Olivgrün etwas zusammen. Und ich brauche zusätzlich einen Ton, der weniger Wasser und mehr Pigment enthält. Das bedeutet, ich gebe nicht so viel Wasser hier in die Farbmischung wie auf der anderen Seite. Wahrscheinlich brauchst du relativ viel Farbe, weil der Borstenpinsel sehr groß ist und wir wahrscheinlich dann doch mit sehr viel Farbe aufs Papier gleich gehen. Jetzt schnappe ich mir einmal meinen Borstenpinsel und tunke diesen in die helle Farbmischung ein. Jetzt kann ich auf mein Papier gehen und einfach mit tupfenden Bewegungen die Baumkrone nachempfinden. Und du siehst schon, dass dadurch, dass das so ein alter Borstenpinsel ist, automatisch so kriselige Ränder und kleine weiße Stellen entstehen. Und genau das ist das, was wir haben möchten. Die erste Schicht ist jetzt relativ hell. Jetzt gehe ich hin und gehe mit meinem Borstenpinsel nochmal in die dunkle Farbe, die ich mir vorher angemischt habe. Und packe noch ein paar Akzente in meinen Baum, solange er nass ist. Und während die erste Baumkrone trocknet, kann ich auch schon einen Baumstamm hinzufügen. Dafür nehme ich mir meinen Aquarellpinsel mit der feinen Spitze und mische mir hier einmal einen schönen Braunton an. Weder zu wässrig noch zu hoch pigmentiert. Und kann dann mit schnellen, zackigen Bewegungen mir eine schöne, unregelmäßige Baumstamm-Anmutung einmal so hochziehen. Ich kann auch hier und da zum Beispiel, wenn ich irgendwo weiße Stellen habe, wo zum Beispiel ein Stück Baumstamm noch durchluken könnte, kann ich zum Beispiel da auch noch mal ein, zwei Striche ergänzen. Das wirkt dann noch richtig schön locker flockig. Und fertig ist unser erstes Bäumchen. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten. Für den zweiten Baum brauchen wir jetzt unsere Klarsichtfolie. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns einfach irgendeinen großen Pinsel, der viel Wasser und Farbe halten kann, mischen uns wieder einen schönen, hellen Aquarellton hier an. Ich nehme jetzt einfach dieselben Farbtöne, die ich eben auch verwendet habe, mache den wieder schön wässrig. Und jetzt gehe ich mit diesem großen Aquarellpinsel hin, der richtig vollgesogen ist mit Pigment und Wasser, und gebe einfach ein paar Flecken auf mein Aquarellpapier an der Stelle, wo nachher meine Baumkrone sein soll. Schnapp mir dann meine Folie, lege sie vorsichtig auf das Papier und jetzt kann ich mit dem Zeigefinger behutsam die Farbe so ein bisschen nach außen und nach innen streichen. Und durch diese streichenden Bewegungen entstehen jetzt automatisch schöne Formen, die an ein Blattwerk erinnern sollen. Dann nehme ich die Folie wieder vorsichtig ab. Und solange diese Version jetzt noch nass ist, gehe ich mit meinem großen Pinsel nochmal hin, nehme mir nochmal die dunkle Farbe, die ich eben ja auch für diesen Baum angemischt hatte, auf den Pinsel und tupfe noch so ein paar kleine Flecken mit in meine nasse Fläche.
Das Ganze kann sich jetzt von alleine verteilen. Also ich lasse das jetzt in Ruhe trocknen und kann auch hier jetzt wieder einen Baumstamm. Dafür nehme ich mir wieder meinen mittelgroßen Aquarellpinsel und kann zum Beispiel jetzt hier auch mal den Baumstamm ein bisschen anders gestalten als der auf dieser Seite, damit das nicht alles gleich aussieht. Und fertig ist auch meine zweite Version. Für die dritte Version brauchen wir jetzt unseren Einweghandschuh und wir müssen uns wieder richtig schön viel Farbe einmal vorbereiten. Wieder fange ich an mit diesem goldigen Grünton, den ich mir hier einmal in meine Fläche anmische. Und dann kann ich mit meinem Finger einmal in die Farbe reingehen, mir Farbe aufnehmen. Und dadurch, dass mein Finger jetzt umhüllt ist von dem Plastik, habe ich nicht mehr ganz so viel Kontrolle über das, was ich hier genau mache. Und dadurch entstehen jetzt automatisch Formen, die ich vorher nicht vorhersehen kann. Und dadurch bekomme ich diese schöne Unregelmäßigkeit hin, mit der ich meine Baumkronen ja gerne malen möchte. Wenn ich mit der ersten Schicht zufrieden bin, kann ich auch noch mal mit meinem Finger in die dunkle Farbe gehen und auch hier so ein kleines bisschen dunkle Farbe noch in die nasse Fläche ergänzen. Mit meinem Rundpinsel ergänze ich auch hier jetzt noch meinen Baumstamm. Den mache ich jetzt noch breiter als bei den anderen Bäumen. Und fertig ist auch mein drittes Bäumchen. Ich hoffe, dass dir dieses kleine Tutorial gefallen hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und folgt uns gerne, wenn ihr weitere kleine Aquarell-Tutorials von uns sehen möchtet.